Hey und herzlich willkommen zu einer Familie von mir. Heute kommt wie versprochen das Pferdekauf-Video von einem oder mehreren amerikanischen Paint-Horsen. Ja, also ich habe mich noch nicht dafür entschieden, welches ich kaufe. Es ist schwer. Ich bin bei dreien am Überlegen. Also ja. Ich überlege zwischen dem Buckskin, dem grauen Apfelschimmel und halt, boah, wie heißt denn diese Farbe? Halt zwischen dem hier. Zwischen den dreien. Ich weiß nicht, welchen ich mir kaufen soll. Ich schau mal schnell. Ja, also, das Fett ist schon mega schön. Agilität 3, Disziplin 2, Stärke 1 und Geschwindigkeit Ausdauer 0. 58 Starcoins. Ob ich dafür einen Namen finde, das wäre eher ausgeschlossen. So, wir schauen uns das mal den hier hinten an. Grauen kann ich ja dann kommen. Weil das ist meine absolute Lieblingsfarbe. Da dachte ich eigentlich auch, ich kaufe die als erstes, aber leider nicht. Soweit wie ich weiß, denn ja, diese Farbe ist ziemlich oft vertreten, wie man da hinten schon sieht. Und ja, irgendwas hat mir diese Farbe angetan, dass ich die nicht mehr aus dem Kopf kriege. Es können die Augen sein, es kann aber auch das Fell sein und ich habe so noch kein graues Pferd, wenn ich mir sicher bin. Können wir dann hier nochmal im Stall schauen, aber ich glaube mal, ich kaufe mir das hier. Im Fotomodus anschauen. Das ist immer schön. Hier hat zwar keine Fellstruktur so richtig. Nein, ist eher verwischt. Aber irgendwas hat mir das Pferd angetan, dass ich es mir kaufen muss. Es können die verschiedenfarbigen Augen sein. Oder auch die Mähne. Oh, hier hat sogar noch so eine blasse Blässe. Nice. Blasse Blässe. Ich sollte einfach aufhören mit reden. Ja, oh, die haben ja auch irgendwie kantige Dinger da. Komisch. Ist mir da vorne nie aufgefallen. Okay. Und die Augen sehen auch etwas komisch aus. Egal. Aber ja, ich würde mir jetzt erstmal das Graue kaufen und dann irgendwann mal später mir vielleicht noch das hier oder auch das hier oder auch das da. Kommt immer drauf an. Aber ja, würde ich mir jetzt erstmal dieses amerikanische Paint Horse hier kaufen. Mit denselben Werten. Ich liebe es, wird einfach nur. Mal sehen, was ich hier so finde für einen Namen. Ich habe schon lange kein Pferd mehr gekauft. Eigentlich wollte ich es auch gar nicht. Aber egal. Was findet man denn so für graue Pferde? Ich habe mir nie so wirklich für graue Pferde einen Namen überlegt. Boah, soll es eine Stute oder ein Hengst werden? Oh mein Gott. Könnte etwas dauern. Ich mache das in der Time-Dings da. Timeslapse, glaube ich, heißt das. Und ja, da sehen wir uns einfach wieder, wenn ich einen Namen gefunden habe.
Trainer, wirklich. Hat mir sehr weitergeholfen. Ich nenne dieses Pferd nämlich Ash. Danke nochmal. Ich konnte mich nicht zwischen Ash und Bolt entscheiden. Bei Bolt achten wir einfach mal nicht auf die Übersetzung, denn ja, kann man, ihr könnt es selber übersetzen. Hätte zum Pferd nicht so gepasst, aber so im Englischen hört sich eigentlich nice an. Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich kaufe dieses schöne Pferdchen hier. Wird es ein Hengst? Ein Hengst mit diesen schönen Augen. Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ja, ich kaufe es. Ich kann dieses Drachenpferd nicht mehr sehen. Oh. Okay. Ash wird gekauft. In 1, 2, 3 kaufen. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Danke. Ein Heimatstall ist zwar am anderen Ende der Welt, aber egal. Okay. Lange genug hat es mit Namen gedauert. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Danke. Das wünsche ich dir auch. Obwohl, du hast ja kein neues Pferd bekommen. Egal. Meine armen Star Coins haben wenigstens nicht unter 5000. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem Heimatstall wieder. Und da schaue ich auch nach Klee, ob ich ein Pferd, ein graues Pferd habe. Genau. Ich habe gerade nur etwas Angst, dass ich den Namen schon habe. Aber ich glaube mal nicht. Soweit wie ich weiß. Namen, ja, Namen sind eigentlich. Ich müsste eigentlich da unter Ash schauen, aber ich glaube mal alle. Ich habe gar kein so richtiges Pferd mit A vorne, außer das Alpha halt. Ja. Nee, ich habe kein Pferd mit Ash. Das ist mein erstes Pferd mit Ash vorne. Oh mein Gott. Beautiful. Aber ich muss jetzt erstmal dann das Partnerpferd hier mit mir und Ari ausleveln. Hier ist schon ausgelevelt, das ist immer wieder schön. Lange Fahrt von hier bis da. Auf jeden Fall lang. Da muss erstmal gestreichelt werden. Streicheln. Oh, beautiful. Oh mein Gott, das ist ja viel schöner als irgendwie, wenn man es kaufen konnte. Okay, das ist schon irgendwie voll schön. Wie ist dann noch. Also dieser Kopf. Keine Ahnung, dieser Schopf, wie der noch da zur Seite geht. Das sieht so süß aus. Mega. Ich weiß nicht, ob ich mal alle kaufen hätte sollen. Aber ich sollte vielleicht das Outfit hier wenigstens etwas davon nehmen. Kann das sein? Ich nehme einfach mal das ganze Outfit. Ist ja noch genug Platz. Ich muss dann wieder aufräumen. Ich habe mein neues Intro aufgenommen. Da, ja, ist etwas mein Inventar durcheinander gekommen. Aber egal. Oh, da fällt mir jetzt was auf. Hier ist irgendwie so ein Dings im Schweif. Ich hoffe, das stört sich nicht mich so doll. Okay. Okay, der Kopf ist, wenn ich nicht ganz unten, würde ich es mal so sagen. Ich brauche mein Outfit. Das ist noch mein Problem. Ich brauche ein Outfit. Weil ich finde, das hier sieht auch mal mega aus. Ja, okay, das sieht schon cool aus. Dann ziehe ich hier das ganze Outfit an. Da hatte ich nochmal Glück gehabt, dass ich das Ganze dabei habe. Ja, passt eigentlich so. Fährt
Pferde lässt man nicht auf Gängen stehen. Immer schön merken. Ja? Kleiner Belehrung hier. Pferde lässt man nicht so in Gängen stehen. Das ist eine gute Belehrung, finde ich. So. Was macht Ari da jetzt? Ich will sie ungern aus meinem Stall rausschmeißen. Nope. Ich muss mich hier unbedingt wieder aufräumen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr so eine Aufräumen, also Schrankaufräumen-Folge sehen wollt. Dann mache ich das gerne mal. Oh mein Gott, sie hat das Klubbert-Fit. Cool. Außer natürlich die Handschuhe, aber sonst. Nice. Okay, dann würde ich jetzt nur sagen, schauen wir uns zusammen draußen die Gangarten an. Während ich die Gangarten zeige, blende ich euch Musik ein, weil ja, ich möchte nebenbei nicht so reden. Fragt nicht warum. Ihr hört einfach Musik. Thank you.
Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß beim Anschauen und es hat euch unterhalten. Ich würde mich wie immer sehr über ein Abo und ein Like unter diesem Video freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe einfach ganz vergessen, die Mähnstiele hier bei diesem Pferd zu zeigen, bevor ich das Video. Also nachdem ich das Video beendet habe, habe ich es gemerkt. Also schauen wir uns die jetzt nochmal nachträglich an. Ist klar. Okay, also diese Mähne ist mega schön. Die gefällt mir mega gut. Das ist dieselbe Mähne, nur mit dem Schweif noch hinten. Normal, oder? Ja. Irgendwie. Okay, das ist die normale Mähne, normale kurze Mähne. Finde ich jetzt bei dem Pferd nicht so schön. Die Zöpfchen sind bei dem auch jetzt nicht so das, was mir gefällt. Die Zöpfchen stehen denn irgendwie gar nicht meinerseits. Auch wenn der Schweif hier wieder eingeflochten ist. Aber ja, dann gibt es hier noch diese Stehfiordi-Mähne oder wie man die nennt. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Die Mähne steht denn auch irgendwie nicht so meinerseits. Also überlege ich jetzt zwischen dieser Mähne und dem geflochtenen Schweif. Oder halt die Mähne ohne Schweif geflochten. Uff. Das wird schwer. Ihr werdet im nächsten Video erfahren, wozu ich mich da entschieden habe. Zu welcher Mähne. Ich hoffe mal, zu keiner schlechten. Morning or afternoon or night, wherever you might be in this world. I just wanted to let you know that I love you. You are beautiful and just keep smiling. Remember, smiling is contagious, so smile at someone today.